Heute ist unser letzter Tag in Myanmar. Um 11 Uhr wird unser Flug von Sandwe nach Yangon starten. Gegen 12 Uhr werden wir in Yangon landen. Dann bleibt uns noch Zeit bis ca. 19 Uhr und dann geht es per Flugzeug weiter von Yangon nach Bangkok. Am Flughafen Bangkok stehen uns dann auch noch 2,5 Stunden Wartezeit bevor, ehe unser Heimflug nach Wien starten wird. Nun landet aber erstmal eine der 8 Maschinen von Air Bagan, die uns nun von Sandwe nach Yangon bringen wird. Mehr als 10 oder 12 Passagiere werden nicht an Bord sein. Es folgen die üblichen Sicherheitsinstruktionen, die kaum jemanden interessieren. Es wird ein angenehmer und ruhiger Flug, vor allem auch deswegen, weil kaum Passagiere an Bord sind. Wir landen in Yangon. Unser Fahrer Joe wird uns bereits am Flughafen erwarten. Er wird uns zum indischen Markt in Yangon bringen, wo wir die restlichen Stunden bis zu unserem Abflug nach Bangkok verbringen werden. Und da sind wir auch schon im indischen Viertel, wo der Großteil der Bevölkerung muslimisch ist. Bevor es weiter zum eigentlichen Markt geht, spazieren wir mal durch die Straßen des Viertels. Auch hier massenhaft Raubkopien von Filmen und Software. Neben Gürteln, Uhren, Elektronikgeräten und vielen anderen Zeug finden sich hier vor allem auch Medikamente. Rezeptpflicht besteht hier nicht. Kistenweise Kondome, kann man nur hoffen, dass die hier auch zur Anwendung kommen. Wir nähern uns wieder einem Betelnussstand. Hier wird wieder die Frucht der Betelnusspalme zerkleinert und in einem mit Kalk bestrichenen Palmblatt gemischt mit Tabak, Anis, Zimt, Ingwer und Minze. Je nach Mischung soll die Wirkung anregend oder beruhigend sein. Nach jahrelangem Betelnusskauen verfärben sich die Zähne rot bis schwarz. Hier sehen wir allerdings eine Art burmesischen McDonald's. Auf unserem Weg zum indischen Markt queren wir auch nochmal das Rathaus und die Sule-Pagode. Wir kommen ins Zentrum des indischen Viertels. Hier übrigens die Freitagsmoschee. Gegenüber des Shri Kali-Tempels, den wir später sehen werden, beginnt der tatsächliche indische Markt. Der indische Markt findet sich sowohl in einer überdachten Halle als auch auf den Straßen herum. Genau genommen liegt er zwischen der Konsiadan Street und der Anwarata Street. Neben Haushaltswaren, technischen Artikeln und Textilien werden hier auch Früchte, Kräuter, Gewürze und Medizin verkauft. Ja, hier am indischen Markt findet sich wirklich für jeden etwas, auch für diesen Kollegen hier.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Sri Kali-Tempel. Und das hier ist übrigens ein Postamt. Aber schauen wir mal weiter. Ein paar frische Drachenfrüchte müssen schon mit nach Österreich. Wir sind am Gewürzmarkt angekommen. Der größte Teil des Marktes befindet sich überdacht in einer Halle. Hier am indischen Markt finden sich auch recht interessante Erscheinungen. Im Inneren der Halle jede Menge Gewürze, wovon uns nicht wenige auch völlig unbekannt sind. Da uns nicht mehr ganz so viel Zeit bleibt, verlassen wir die Halle und gehen weiter zum Sri Kali-Tempel, den wir uns doch noch einmal ein wenig genauer anschauen wollen. Der Sri Kali-Tempel ist ein bunt bemalter, mit Skulpturen beladener Hindu-Tempel. Der Tempel liegt an der Shwibonta Street. Hier finden sich auch die Häuser der Chettiya, einer südindischen Händlerkaste, die durch den Burma-Handel riesige Reichtümer erwarb. Von diesem Eis sollten wir Europäer lieber die Finger lassen, obwohl wir genauso durstig wären wie diese Katze hier. Für uns naht die Zeit aufzubrechen zum Flughafen. Unser Urlaub in Myanmar findet hier und jetzt sein Ende. Oder wie Doris sagt? The end. The end. The end? Finne.